Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Schnell wie die Feuerwehr. Wo ist es nur? Ohne mein Notizheft kann ich keinen Bericht für mein Gute-Nachbarn-Pfadfinder-Abzeichen schreiben. Ah, da ist es ja. Ich will die Leute fragen, was für sie einen guten Nachbarn ausmacht. Dann wähle ich jemanden aus und schreibe meinen Bericht über ihn. Oder über sie. So, jetzt brauche ich nur noch einen Bleistift. Danke, Max. Oh, ich meine Feuerwehrmann Max. Feuerwehr! Juhu! Das ist Omi. Sie will Fotos bei den Interviews machen. Chuck Cheese. Ich bin soweit, Omi. Ich habe einen Bleistift und auch mein Notizheft. Und ich meinen Fotoapparat. Feuerwehr. Und Max hat seine Feuerwehr. Ach, Max. Brauchst du wirklich deine Feuerwehr? Damit störst du uns vielleicht. Ach, er soll sie ruhig mitnehmen, Ruby. Und außerdem fühle ich mich sicherer, wenn unser Feuerwehrmann Max dabei ist. Darf ich Ihnen ein paar Fragen für meinen Pfadfinderbericht stellen? Na klar doch, Ruby. Schieß schon los. Was, denken Sie, macht einen guten Nachbarn aus? Das ist eine gute Frage. Feuerwehr! Das wollte ich eigentlich nicht antworten, Max. Max, spiel doch bitte da drüben, solange ich Mr. Huffington meine Fragen stelle. Ich würde sagen, ein guter Nachbar ist jemand, der auf seine Freunde aufpasst. Wenn ich einen guten Nachbarn auswählen müsste, wer wäre das Ihrer Meinung nach und warum? Puh, das ging noch mal gut. Du meine Güte, das war ja knapp. Vielen Dank, Feuerwehrmann Max. Feuerwehr! Ja, Max. Wenn du und deine Feuerwehr nicht gewesen wärt, wären Mrs. Huffington und Baby Huffington jetzt pitschnass. Das muss ich unbedingt fotografieren. Bitte lächeln. Oh, da ist unser Bus. Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Oh nein, Mr. Huffington hat gar nicht mehr meine letzte Frage beantwortet. Wie bekomme ich jetzt nur mein Abzeichen? Da ist Mr. Piazzas Laden. Ich werde ihm meine Fragen stellen. Eine gute Idee, Ruby. Mr. Piazza, darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen für meinen Bericht? Natürlich. Was willst du denn wissen? Als erstes möchte ich gern von Ihnen wissen, was für Sie einen guten Nachbarn ausmacht. Feuerwehr! Ach, Max. Mr. Piazza hat jetzt keine Zeit für deine Feuerwehr. Aber ich könnte ein wenig Hilfe dabei gebrauchen, mein Gemüse zu besprengen. Feuerwehr! So, mal überlegen. Was macht einen guten Nachbarn aus? Nun, ich denke, das ist jemand, der immer anderen hilft. Ja, ja. Und wenn ich für meinen Pfadfinderbericht einen guten Nachbarn auswählen müsste, wer wäre das Ihrer Meinung nach und warum? Ich würde sagen, jeder hier ist auf seine Weise ein guter Nachbar. Es ist schwer, einen auszuwählen. Oh, bleib wie du bist. Gut gefangen, Feuerwehrmann Max. Ein Glück, dass du hier warst. Kann man wohl sagen. Kommt, Kinder, halten wir Mr. Piazza nicht länger von der Arbeit ab. Ja, okay, Omi. Tschüss, Mr. Piazza. Oh, Mr.
Piazza hatte so viel zu tun, dass er mir nicht gesagt hat, wen er als guten Nachbarn wählen würde. Ach, halb so schlimm, Ruby. Du kannst ja noch andere fragen. Da ist Katie. Ich stell ihr jetzt meine Fragen, Omi. Wir bleiben an deiner Seite, Ruby. Hallo, Katie. Hallo, Ruby. Na, was darf es sein? Ich schreibe einen Bericht für mein Gute-Nachbarn-Abzeichen. Darf ich dir dazu vielleicht ein paar Fragen stellen? Sicher. Solange ich während unserer Unterhaltung meine Schokobecher fertig machen kann. Natürlich. Okay. Katie, was macht für dich einen guten Nachbarn aus? Naja, ich würde sagen, ein guter Nachbar ist jemand, der dir zur Seite springt, wenn du mal in Schwierigkeiten gerätst. Oh, das ist eine gute Antwort. Danke. Bin gleich wieder da. Ich bring nur kurz die Eisbecher an den Tisch. Du meine Güte! Darüber wäre ich ganz bestimmt gestolpert. Das ist mein Rucksack. Tut mir sehr leid, Katie. Solange Feuerwehrmann Max in der Nähe ist, kann ja nichts passieren. Zwei Schokobecher für Sie und ein dreifaches Hoch für meinen Helden, Feuerwehrmann Max. Hoch, liebe Feuerwehrmann Max! Da kommen neue Gäste. Ich kann jetzt leider nicht mehr mit dir reden. Schon in Ordnung. Trotzdem vielen Dank. Aber ich habe immer noch niemanden, über den ich meinen guten Nachbarnbericht schreiben kann. Man kann nie wissen. Derjenige, nach dem du suchst, ist möglicherweise näher, als du denkst. Das hoffe ich doch sehr. Ich brauche nur jemanden, der immer hilfsbereit ist, um meinen guten Nachbarnbericht beenden zu können. Hm. Was hat Mr. Piazza nochmal gesagt? Oh nein! Oh, vielen Dank, Max. Du bist auch mein Held. Du, Omi, ich kenne einen richtig guten Nachbarn. Dieser Bericht handelt von dem allerbesten Nachbarn, den ich kenne. Von meinem Bruder Max. Ein guter Nachbar ist jemand, der auf seine Freunde aufpasst, der immer anderen hilft und der einem zur Seite springt, wenn man in Schwierigkeiten gerät. Und mein Bruder Max hat all das gemacht. Er hat allen geholfen mit seiner Feuerwehr. Auf Max kann man zählen. Hallo, Candy. Hallo, Ruby. Hallo, Max. Wir sind hier wegen des Süßigkeiten-Zählwettbewerbs. Wunderbar. Ich erkläre euch, wie es geht. Wer mir als Erster sagen kann, wie viele Gummiwürmer in dem Glas sind, gewinnt einen Preis. Was für einen Preis denn? Na, die Gummiwürmer natürlich. Also, ich bin bereit, sie zu zählen. Ich habe Bleistift und Notizheft dabei. Sie zählen? Du könntest doch einfach raten, Ruby. Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Am besten zählt man die Gummiwürmer, um zu gewinnen. Zählen! Das sind viel zu viele, Max. Soweit kannst du noch nicht zählen. Ich glaube, du solltest mir das Zählen überlassen. Na dann viel Glück. Ich bin da drüben, falls ihr mich braucht. Also, Max, für jeden Gummiwurm mache ich einen Strich in das Notizheft. 1, 2, 3, 4. Und bei dem fünften Wurm mache ich so einen Querstrich. Dann weiß ich, dass es 5 sind. Siehst du? Zählen! Okay, Max. Ich zähle ja schon. Es geht los. 1, 2, 3, 4, 5. Zählen! Ich weiß, du willst mir beim Zählen helfen. Aber das muss ich ganz alleine machen. Versuch du doch mal, deine Hüpfküken zu zählen. Du hast sie im Rucksack. Das sind 3 Fünferblöcke. Macht 15 Gummiwürmer. Zählen? Du hast recht, Max. 5. Max? Zählen! Du hast mich durcheinander gebracht.
möchtest doch, dass wir die Gummiwürmer gewinnen, oder? Dann musst du mich ganz alleine zählen lassen. Hör zu, Max. Ich könnte gut deine Hilfe bei den Pepperoni-Marshmallow-Flips gebrauchen. Zählen? Ja, ich brauche Hilfe beim Zählen. Danke, Candy. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Max. Ich weiß, dass noch mehr Schachteln in das Regal passen, aber ich weiß nicht, wie viele. Willst du mir dabei helfen? Zählen! Reich du mir die Schachteln rüber, dann sehen wir, wie viele wir noch brauchen. Das ist eine Schachtel Pepperoni Marshmallow Flips. Jetzt sind es 2, 3, 4 und 5. Ich glaube, mehr Schachteln passen nicht in das Regal. Oh, na sowas. Da sind ja noch 2 Schachteln Pepperoni Marshmallow Flips übrig. Tja, was sollen wir jetzt damit machen? Zählen. Eine gute Idee, Max. Es sind 2 Schachteln Süßigkeiten. Eine für mich und eine für dich. Süßigkeiten schmecken noch mal so gut, wenn man sie mit jemandem teilt. Stimmt's? Und 5 dazu macht 35. Ih, mein Kleid. Woher hast du diese Pepperoni-Marshmallow-Flips, Max? Schön. Max hat mir so schön beim Zählen geholfen, da habe ich sie ihm als Belohnung geschenkt. Und ich glaube, er wollte sie mit dir teilen. Danke, aber ich versuche immer noch, die Würmer zu zählen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich war. Meinst du, Max kann dir noch bei etwas anderem helfen, Candy? Ach, da wird sich doch bestimmt was finden. Ich danke dir. Vielleicht gibt es einen Trick beim Zählen. Es sieht so aus, als wären 10 Würmer in einer Reihe. Wenn ich einfach die Reihen zähle, dann bin ich schneller. Eine Reihe sind 10, 2 Reihen sind 20 und 3 Reihen macht 30. Also, Max, ich erkläre dir mal, was zu tun ist. Siehst du diese Glibberidus? Du musst die Schachteln aus dem Karton auspacken und sie dann alle schön hinlegen. Das ist viel Arbeit, Max. Meinst du, ich kann auf dich zählen? Zählen! Du bist wirklich tüchtig. Ich gehe rüber und hole noch ein paar Kartons aus dem Lager. Mal sehen, wie du inzwischen vorankommst. Also 80 Gummiwürmer. Na, wie läuft es, Max? Oh! Oh je! Max, was hast du da angestellt? Nicht so schlimm, Ruby. Max hat mir geholfen, Kartons auszupacken. Ich glaube, du hast Candy jetzt genug geholfen. Na los, komm wieder rüber zu mir. Zählen? Nein, Max. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich das Zählen ganz alleine machen muss. Aber ich habe eine Idee, was du tun kannst. Du kannst mit diesen Stickern hier spielen. Jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Eine Reihe Gummiwürmer macht 10. Zwei Reihen macht 20. Drei Reihen Gummiwürmer, das macht 30. Und 4 Reihen, das macht 40. Max, was treibst du denn da? Chillen. Ich muss alleine zählen, wenn wir die Gummiwürmer gewinnen wollen. Das muss ich dir bestimmt schon 111 Mal gesagt haben. Sagtest du gerade 111? Ja. Du hast recht. In diesem Glas, da sind ganz genau 111 Gummiwürmer. Gratuliere dir, Ruby. Max, wir haben die Gummiwürmer gewonnen. Und das nur, weil du mir geholfen hast beim... Trillen. Alles super im Kaufhaus.
Seht mal, da ist Luise. Hallo, Luise. Oh, hallo, Ruby. Steht ihr alle an, um ins Kaufhaus zu kommen? Nein, wir stehen an, um Superhäschen zu sehen. Morris möchte ihn auf keinen Fall verpassen. Zoom, zoom. Superhäschen. Wenn ihr nur einkaufen wollt, könnt ihr auch den Eingang nehmen. Wenn wir uns in der langen Schlange anstellen, kommen wir zu spät für den Sonderschuhschlossverkauf. Nun ja. Wie wär's, wenn wir zuerst neue Schuhe für Ruby kaufen und danach stellen wir uns für Superhäschen an, wenn die Schlange etwas kürzer ist? Bist du damit einverstanden, Max? Superhäschen! Keine Sorge, Max. Wir gehen dann ja zu Superhäschen, nachdem ich neue Schuhe für mich gefunden habe. Es geht nichts über einen Schuhschlussverkauf. Er bringt einen richtig auf die Sprünge. Damit hast du völlig recht, Omi. Superhäschen! Sag Superhäschen! Superhäschen! Oh, Superhäschen! Hier geblieben? Zuerst suchen wir ein paar neue Schuhe für mich. Es ist Sonderschlussverkauf, da geht alles schnell weg. Es dauert nicht lange, Max. Sag Superhäschen! Danke, Max. Komm mit, du kannst mir helfen, ein schönes Paar Schuhe für mich zu finden. Oh, guck mal. Die würden Omi bestimmt sehr gut gefallen. Was meinst du? Vielleicht hast du recht. Ein wenig zu kringelig. Ruby, sieh mal, was ich für dich gefunden habe. Ich komme, Omi. Gehen wir, Max. Max? Hab ich dich. Hör zu, Max. Du weißt, dass du nicht allein hier im Kaufhaus herumlaufen darfst. Du musst immer schön bei mir und bei Omi bleiben. Superhäschen? Ich weiß, du möchtest Superhäschen sehen. Und das wirst du auch. Sobald ich meine neuen Schuhe gefunden habe. Diese Fußballschuhe kosten nur noch die Hälfte. Ich sehe schon, wie du damit ganz viele Tore schießt. Vielen Dank, Omi. Aber ich wollte eigentlich ein paar Schuhe haben, die etwas weniger sportlich sind. Verstehe. Dann suche ich mal weiter. Ich danke dir, Omi. Nein, viel zu salopp. Vielleicht finde ich hier was. Schick, aber nicht unbedingt für mich. So glänzend. Zu langweilig. Ich sehe dich, Max. Superhäschen. Okay, Superhäschen. Dann komm mal zu mir und hilf mir, ein paar Schuhe zu finden. Kommst du? So, bitte sehr, Morris. Und vergiss nicht, es Max zu zeigen. Zoom, zoom! Superhäschen! Zu spitz. Oh, viel zu flach. Die sind ja elegant. Was sagst du dazu, Max? Max? Ah, kleine Brüder. Wie gefallen sie dir? Am besten laufe ich mal ein paar Schritte damit. Findest du sie stehen mir, Omi? Tja, ich wollte dich gerade genau das Gleiche fragen. Oh, lass mal sehen.
Sie stehen dir ausgezeichnet. Aber ich glaube, ich brauche etwas weniger Wackeliges. Du solltest dich schnell entscheiden, bevor alles ausverkauft ist. Jetzt wird es Zeit, dass ich mir ernsthaft ein paar neue Schuhe aussuche. Sag Superhäschen! So, Superhäschen muss sich jetzt dringend wieder an die Arbeit machen und Häschen retten, die in Not sind. Tausend Dank auch, dass ihr alle da wart. Superhäschen! Superhäschen! Ja, ich weiß, du willst Superhäschen sehen. Ich brauche ja nur noch ein paar Minuten. Superhäschen! Wie für dich gemacht, Ruby. Oh, ich wusste, dass ich ein perfektes Paar Schuhe finde. Mit ein wenig Hilfe von Superhäschen!